So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Legend of Dragoon. Wir sollen hier hoch und mit, ja, irgendwem sprechen. Ich hab den Namen leider vergessen. Werden wir natürlich auch tun. So, oh, wir folgen einfach dem Weg. Und auf geht's nach hier oben. Oh, left, right, wir gehen erstmal links. Oh, hier ist eine Kiste. Hallo Kiste. Ein heiligen Ang. Okay, nehmen wir. Oh, was haben wir hier noch so? Hier ist nichts anscheinend. Ja. Hier oben auch nicht. Gut, dann war das die falsche Abzweigung. Zurück. Und wir gehen in den Thronsaal, denke ich. Da, wo die zwei Wachen stehen. Oh, nochmal eine Abzweigung, nochmal links. Stimmt, das war dieser lange Kristall, den wir gesehen haben. Aber hier scheint nichts zu sein. Also hier hoch. Ja, ich werde demnächst vielleicht nochmal eine Grinding-Episode einlegen. Die bekommt ihr dann wieder nicht zu sehen. Ah ja. Slapstick. Bam. Jawohl. Ja, wie gesagt, nochmal eine Grind-Episode. Mal gucken, ob ich das nach der hier mache. Je nachdem, ob wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, da können wir das machen. Weil jetzt hier, wo so viele Zwischensequenzen sind, würde ich das ungern tun. Königin Theresa. So. Ja. Die redet hier noch ein bisschen. Interessant. Ja. Die labern uns jetzt hier zu. Der Götterdrache. Berg des sterblichen Drachen. Ja, ich muss gerade hier einem Kollegen was schreiben, der mit mir reden möchte. Ich habe mir jetzt gesagt, geht gerade nicht. Ah ja. Na dann. Ja, hier, genau. Ne? Einfach mal hier Hosen runterlegen und auf den Hosen runterziehen und ihn auf den Tisch legen. Natürlich. Okay. Interessant. Na, da kommt alles zusammen.
der Drachenblockierstab. Ja, das wäre natürlich ein nettes Feature oder ein nettes Gadget für uns. Ja, mehr Ruhe. Okay. Witzig. Ja, ich weiß ja ein bisschen was. Miranda ist nämlich der andere weiße Dragoon. Ja, wir werden nicht gleich zum Ball der Winglis gehen. Ich würde gerne einen Abstecher nach Neth machen. Aber ansonsten. Kann ich natürlich gerne in den Wald der Winglis gehen. Wie gesagt, erst Neth, dann Wald der Winglis. Und eigentlich sollte jetzt auch gleich die Szene kommen, wo wir Miranda und Miranda bekommen. Okay, wir suchen sie. Sie war ja gerade eben noch oben geblieben, deswegen... Oh, ich sehe hier gerade eine Kiste. Kann nicht mehr Gegenstände tragen. So, ich würde eigentlich ungern eins unserer großen... Wir legen eine Körperreinigung weg. Also ungern einen der großen Heilgegenstände weggeben. Ah, super, ein Engelsgebet. Ja, das ist genau das, was ich jetzt nicht gebraucht hätte. Ja, die großen Heilgegenstände vermutlich, die werden wir noch öfters brauchen und ich werde sie deswegen nicht hergeben. Gerade so Sachen wie alle HP vollheilen oder alle HP halbheilen, das ist einfach mächtig. Da würde ich ungern drauf verzichten. Hallo? Siegelkammer. Ah, guck mal, hier ist noch ein Weg. Den nehmen wir doch mal. Und die Musik hört auf. Ein Video. Ich bin still. Okay, doch kein Video, aber die Sprachsequenz lief hier am Anfang automatisch ab. Okay. Bist du hergelaufen? Genau, klär uns mal auf. Ja, ich habe das ja schon mal gespielt. Ich weiß genau, was... ich weiß natürlich genau, was hier noch so passiert. Also, oder genau ist übertrieben, aber so ungefähr habe ich eine Ahnung, wo die Reise hingeht. Da ist der Dragoon Spirit einfach so abgehauen und... Upsi. Miranda hat ihn bekommen. Oder bekommt ihn gerade.
Dieser Stein, liebe Miranda, ist ein Dragoon Spirit und er biegt ungeahnte Kräfte. Theatralische Musik. Ja, 20.000 Spirit Points braucht man übrigens, um einen Dragoon Level 5 zu züchten. So, hab heute auch mal ein bisschen die Netzwerkinfrastruktur umgebaut, um ein bisschen mehr Platz für die Videos zu haben. NAS eingerichtet. Da kann ich jetzt ein bisschen länger speichern, hatte bisher immer 10 Videos gespeichert, für den Fall der Fälle. Jetzt habe ich ein bisschen Platz für mehr. Da geht es einfach so, hey, ja, keine romantische Abschiedsszene zwischen Dart und Shana. Und ja, die Tage wird nochmal ein neues Mikro kommen, da gibt es ein Unboxing zu. Hab mir da was ganz Nettes bestellt. Musste dafür auch noch ein paar andere Sachen bestellen. Ich sag nur XLR und Phantomspeisung. Für diejenigen, denen das nichts sagt. XLR ist einfach ein Standard für... ja, Mikrofone in der, sag mal, professionellen Soundtechnik. Und muss, da ich das Ganze aber an den PC anschließe, mehr oder minder direkt, habe ich natürlich das Problem, dass XLR eine Phantomspeisung hat von 48 Volt. Die braucht das Mikro dann zum Laufen. Die habe ich natürlich nicht, wenn ich da das wie geplant über einen Klinker anschließe. Die hätte ich auch nicht, wenn ich das über einen USB anschließe, weil ein USB eben auch nur 5 Volt hat. Da ist halt immer noch ein kleiner Unterschied, deswegen habe ich noch einen Einspeiser gekauft. Aber dazu gibt es dann mein Unboxing-Video. Und dann habe ich hier auch wirklich alles zusammen für Let's Plays professionell aufzunehmen, in Anführungszeichen. Und ja, dann gibt es wahrscheinlich auch das Video zum Aufbau meiner Hardware. Wie das genau am Rechner aussieht. Beziehungsweise wahrscheinlich wird es erstmal ein Video geben zum Aufbau der... der Sound-Hardware und danach dann ein Video, wie ich das Ganze am Rechner konfiguriert habe. Ich denke, das sind dann auch wieder so 5 bis 10 Minuten Clips, die ich da einspielen werde. Und ja, das ist so mein Plan. Mittlerweile sind wir wieder im immergrünen Wald angekommen. Und wir hatten hier ein paar Wege, die ja nicht bereisbar waren. Ich lasse den Typ jetzt hier links mal außen vor, wenn das Sperrgebiet ist. Sondern werde hierher gehen. Wir erinnern uns, hier gab es auch noch zwei Ausgänge. Der obere führt, glaube ich, zum Wingdiswald, also in den nördlichen Bereich des Immergrünwalds. Und der untere müsste nach Ned führen. Und Ned hätte ich ganz gerne schon jetzt direkt abgehandelt. Weil dort gibt es genau ein Dragoon Spirit. Hey, da kann was anderes als Pfeile schießen. Ich bin ja entzückt. Hatte schon Angst, dass jetzt ein Versteinerungspfeil kommt. Aber wenn das nicht der Fall ist, soll mich das auch nicht weiter stören. So. Mit Dart habe ich ja schon ganz gut sein Limit jetzt raus, den Berserker. Bei den anderen habe ich ja noch die beiden Items an, die das für mich automatisch machen. Auf lange Sicht wäre natürlich das Ziel, dass ich das alles hinbekomme. Gerade mit Hinblick auch auf den Endgegner. Weil da, denke ich mir, ist dann schon andere Ausrüstung als dieses automatisch Vervollständigen dieser Kombos ganz praktisch. Und ja, natürlich verfolge ich weiterhin das Ziel, all unsere Charaktere, alle Limits auf Maximum zu bringen oder alle Zusätze. Ich bin da einfach ein bisschen Final Fantasy verwöhnt. Das merkt man vielleicht, dass diese Technik immer Limit-Technik heißen. Hey, die Wache ist weg. Sehr schön. Und ja, von daher
Auch das wird ein Punkt sein, eben den ich dann im Grinden mache. Vielleicht habe ich ja dann nochmal 10.000 Gold voll, damit ich mir noch ein drittes Item kaufen kann von diesen richtig starken. Denk dann aber eher an sowas, ja, nicht unbedingt noch ein vervollständigen, sondern denk da eher an irgendein defensives Item, das unsere Abwehrkraft extrem pusht, weil es gibt zwar die Dragoon-Rüstung, aber ganz ehrlich, ich muss ja nicht unbedingt alles versuchen, mit diesen Rüstungen auszugleichen. So, wir gehen in den Nördlichen. Ja, das war falsch. Egal, dann gibt's halt noch einen Kampf. Hab ich auch nichts dagegen. Haschel und Albert müssen weiter Zusätze leveln. Go, go, Power Rangers! Ja, danach werde ich dann Naru machen und als letztes Kongol. Kongol auch als letztes, weil er eben insgesamt nur 3 Zusätze hat. Und das kriegt er auch schon, sein ultimativer Zusatz ist in Anführungszeichen. Und das hier ist immer noch nach wie vor so geil. Es legt einfach die Grafik ganz kurz lahm. Schade, fast. Fast gut, aber fast gut ist eben auch nur. Ja. Nicht optimal. Ja, ich habe gehört, vor allem mit Miranda ist es sehr sinnvoll, den 5. zu holen, den mit dem weißen Blick, also diesen weißen Silberdrachen. Der hat wohl ganz nette Fähigkeiten. Und bei einem Bosskampf, der demnächst kommt, soll der sehr, sehr, ja, sagen wir einfach mal, gut sein. Wollte es nicht sagen, overpowered. Aber das ist er wohl. Oder war das der demnächst, oder war das erst dann später? Also es gibt auf alle Fälle ein Limit. Oder dieses Dragoon-Limit, mit dem man ganz einfach einen Gegner zerlegen kann. Deswegen wird auch mein erster Plan sein, dann mit Miranda das zu machen. Ja, hier noch ein bisschen Erklärung zum Krieg gegen die Winglies. Ja, und wie gesagt, also wahrscheinlich, vielleicht nehme ich auch einfach, jetzt wollte ich schon sagen, Meru, Shana, Miranda, genau, mit in die Gruppe durchgehen, bis sie den Dragoon 5 hat. So, die Frage ist, ich nehme die jetzt einfach direkt die Gruppe, Albert oder Haschel ersetzen. Ich würde es erstmal Haschel ersetzen. Einfach aus dem Grund, weil Haschel noch mehr von den Add-ons abschließen muss. Nur ein Aktivring. Ich weiß gar nicht, was ein Aktivring macht. So, und wir gucken uns noch ganz kurz den Zusatz von Albert an, wie weit er denn eigentlich ist. Ja, 19 von 20, gut, aber das ist der vorletzte. Und Miranda, die genau die gleichen Statuswerte wie Shana eigentlich. Auch den gleichen Angriff, keine Zusätze, also alles beim Alten, nur ein neuer Name.
nicht so massiv jetzt groß umgewöhnen muss. Ich habe die Befürchtung, gleich kommt noch eine Sequenz. Ja. Hello. Jetzt geht's hier nochmal Party. Tja, genau hier. Öl ins Feuer kippen. Ja, wir werden einfach besiegen. Ja, hier, er kann doch verhandeln. Geht doch, Kollege. Okay. Wunderbar, der Uran hat uns gerettet. Tja, dann hüte ich mich halt vor den Bordellbrüdern. Oder tritt ihn einfach in den Arsch. Mein, da machen wir keinen halben Prozess. Ja, noch schöner, wenn wir hier vor so komischen Winglis hier zurückschrecken. Lenus haben wir auch besiegt. Die war auch ein Wingli. Sehr schön. Ein frei zugänglicher Speicherpunkt ohne Komplikation. Das lobe ich mir. Zack, speichern. Und wir haben mittlerweile schon arschvoll HP, also. Habe auch, glaube ich, auf Level 28 hat, glaube ich, Start sein letztes Limit dann. Hallo? Oh, ja, bitte. Sonst würden wir hier nicht weiterkommen. So, wir haben noch ein paar Minuten. Oha. Große Gebiete. Ja. Es sind mehrere Teleporter, dann benutzt du doch mal einen. Und schauen, wo der uns hinbringt. Oh, das hier ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo es einen Stardust gibt. Genau. Und wir teleportieren uns einfach mal hier hoch, aber. Das ist nicht der Punkt, zu dem wir wollten, glaube ich. Oh, Bartel, hallo. Ja. Ja gut, dann lasst uns weiterziehen. Tja. Schade. Und vorbei.
Da liegt er am Boden. Tschüss. Guckst du dumm, was? Bumm. Penner. Ah ja. Irgendwas sagt mir, mit dem ist weniger gut Kirschen essen. Soll uns aber an dieser Stelle weniger. Ja, bitte. Okay, wir haben noch 4 Minuten, Leute. Das ist ein bisschen eng für das, was ich alles vorhatte, eigentlich die Folge. Aber gut. Wir laufen da jetzt rein und glaube, hier gab es auch noch einen Dragoon Spirit. Ne, hier nicht. Da ist der Urn. Sehr schön. Ja, wird wahrscheinlich ein klein bisschen länger die Folge. Der Urahn des Waldes. Aber gut. Oha. So, wir wollen euch nichts. Genau. Interessant. Aber ein Drachenblockierstab würde nicht auch unsere Dragoons blockieren? Eigentlich würde ich gerne speichern. Aber nun gut. Vermutlich mal Meru wird noch mit dem Ur anquatschen. Ja, und ich will meine Mutter und meinen Vater immer besuchen dürfen. Ha! Aber es ist noch nicht an der Zeit. Das klingt wie, es ist immer an der Zeit. Lauf, kleines Mädchen, lauf. Also ähnlich. Ja, dann könnte man vielleicht jetzt zusammenleben. Oh, das ist auch eine interessante Frage. Aber cool, hier ist ein Heilungsraum. Das gefällt mir. Und ja, das hier sieht nicht aus wie das, wo ich hin möchte. Ich hoffe nur, jetzt kommt gleich ein Speicherpunkt. Königstadt Kardesse.
Ja, wir sind bereit. Wie viele Minuten sind wir eigentlich? 30, verdammt. Ja, Leute, dann werde ich hier einen kleinen Cut machen und den Rest dann in das nächste Video schneiden. Das wird da, nehme ich aber nicht heute auf. Weil das nächste Video erst am Montag ist und ich vermute, dass ich vorher schon mein neues Mikro habe. Das würde ich natürlich gerne testen. Und ja, auf geht's zur verbotenen Stadt. Sieht ziemlich aus, als wären wir auf den Mond geflogen, ne? Oha, okay, ein Riesengebiet. Ja, ach, wisst ihr was? Ich gehe zurück, Speicher. Und, also wenn ich zurückgehen kann. Werde dann versuchen, nächste Folge noch den letzten Okay, wir dürfen nicht zurück. Eigentlich wäre ich gern zurück. Hätte den letzten ja, Stardust geholt, den es da unten noch gibt. Dürfen wir aber anscheinend nicht. Wir können keine Gegenstände mehr tragen, Leute. Ich mache das echt ungern gerade, aber ich würde, wie gesagt, echt ungern das jetzt an der Stelle unterbrechen. Ich schau mal, sehe ich hier einen Speicherpunkt? Nein. Gut, dann muss ich jetzt unterbrechen. Ich sag einfach mal, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich nehme jetzt noch den Anfang auf und das Ende dann nach dem Wochenende. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt an der Folge, auch wenn wir nur von A nach B gerannt sind. Und wir sehen uns.